So, da sind wir dann wieder. Ich habe mal wieder ein bisschen an meinem Sound-Setup rumgefummelt und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass man mich auch gut verstehen kann. Ich muss mal ganz kurz meine Lautstärke hier ein bisschen einstellen. So, letzte Aufnahmesession ist jetzt wieder ein bisschen her. Das heißt, ich muss jetzt erstmal kurz selber gucken, wo es lang geht. Ich glaube, wir sind von draußen gekommen, genau. Und dann geht's jetzt... eigentlich nachher, schön. Mal hier weiter. Schön durch die kleine Höhle durch. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen her. Neuer Schrott. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Oh, wie du sagst. Ach so, mit E. Okay. So, lösch mal. Genau. Ich nehme wieder den Bogen. Eine Pilgerfahrt. Aha. Ist klar. Gucken wir mal ganz kurz. Wir müssen den Co-Piloten finden. Der ist da vorne dann mit Sicherheit. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Nebenaufgaben gemacht habe. Guck mal da, Erleuchtung. Zwei fehlen noch und ein Ei. Schauen wir mal. Ich glaube, dass das im Bergpass dann eben nicht mehr ist, beziehungsweise da oben dann nicht mehr ist. Kimiko? Also ich hätte jetzt nicht erkannt, dass es Mann oder Frau ist. Aber ich bin ja auch kein Archäologe, nicht wahr? Unglaublich. Und stürmisch. 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 Captain Jessop? Lass doch nochmal. Ihr sitzt halt da. Aber das wird doch nicht funktionieren. Oh mein Gott. Sag ich ja. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Ja. Das sind sie, die Oni-Wächter. Oh. Okay, Japanisch können wir also nicht sprechen. Und das ist ja richtig lecker hier. Dabei fällt mir auf, ich habe noch gar nicht geguckt, ob meine Aufnahme überhaupt läuft. Wir hängen hier gerade eh so ein bisschen rum, dann gehe ich mal ganz kurz auf den Desktop. Einmal hier pausieren, dauert nicht lang. Einmal schauen. Jep, alles gut, alles so wie es sein soll, hoffe ich. Dann geht's weiter. Wir hängen mal wieder. So, und dann müssen wir uns da mal ein bisschen rausstemmen. Au. Diesmal hat sie sich wenigstens nicht aufgespießt. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber wir sind gerade unsere Waffen los, nicht wahr? Was geht hier vor? Ich sag mal, da werden Leichen drin. Von dem da. Finden Sie einen Weg hinaus? Ja, versuchen wir mal. Wie bücken wir uns? Genau. Wie gesagt, alles schon ein bisschen her. Da müssen wir hier mit diesem leckeren Gang durch. Gut, da bin ich schon am Boden lagen. Und die keinen Bedarf gesehen haben, mich noch aufzuspießen. Ja, scheint für die Gute kein großes Problem zu sein, hier durch Blut, Gedärme, Körperteile und Skelette zu warten. Da rollen noch ein paar Köpfe nach.
Gab Erfahrung. Wunderbar. Hier ist ein bisschen zugig. Da hat einer ein Fenster aufgelassen. So. Munition ist verschwunden. Ach, ich habe sogar meine Waffe behalten. Ich dachte, die hätte ich verloren. Wundervoll. Dann sind wir ja gar nicht so wehrlos. Pfeile scheint auch effektiv zu sein. Das hat ja so ein paar Leute tatsächlich schon das Leben gekostet. Gut. Was hat der denn da? Ein Revolver? Ah, die Schrotflinte um die Barrikade. Hoffentlich funktioniert das Ding. Sie suchen nach mir. Ja, sollen sie mal. Achso, ja, stimmt, man konnte sich ja gar nicht wirklich drücken. Da war ja was. Ich beginne mich zu erinnern. Und jetzt können wir dann halt auch später wieder an ein paar alte Stellen zurück, wo wir dann jetzt mit der Schrotflinte noch endlich rankommen, wo wir vorhin nicht dran kamen. Ich hasse Gräber. Ah ja, gibt Schlimmeres. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Quatsch. Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Da kommt die jetzt drauf. Ganz schön kräftig. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Ich habe erstmal ein paar antike Viren gezogen. Das ist unglaublich. Nach allem, was sie gesehen hat, ist das immer noch unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Aha. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Ah. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Oh oh. Jetzt stopp! Aber wir haben ja jede Menge Munition dafür. Noch ein bisschen rum. Gut, das war ja simpel. Da hat sich die neue Schrotflinte direkt schön bewährt. Ja, mehr können wir nicht nehmen, alles klar. Ich möchte aber trotzdem wieder auf den Bogen. Ja, erstmal ein paar alte Vasen kaputt machen, das ist ja alles kein Thema. So. Was zum Teufel ist das? Da flog doch einmal da runter, oder? Der da? Genau. Sehr gut. Und wir müssen jetzt natürlich die Glocke ziehen, um damit die Tür einzuschlagen. Ja. Und dann geht's hier durch. Ach, sehr gut. Ein Lagerfeuer. Ich
Also die leben ja gerade ein richtiges Actionfeuerwerk. So, wir können eine Waffe aufwerten, aber welche? Finden Sie zwei weitere Teile, der ist es nicht. Die Schrotflinte, aber wir haben zu wenig Material. Okay, haben wir noch was anderes, was wir aufwerten könnten? Gewehr, finden Sie ein weiteres Teil. Alles auch. Finden Sie ein weiteres Teil. Okay, Handfeuerwaffen, finden Sie drei weitere Teile. Die Kletteraxt ist voll und Outfits sind egal. Also brauche ich noch Teile. Gut, und ohnehin ein bisschen was an Schrott. Damit wir da überhaupt vorwärts kommen. Gut. Erfahrungspunkte habe ich keine. Wundert mich, dass sie kein Tagebuch führt diesmal. Nochmal gucken. Nein, hätte sein können, dass das wegen der Dialoge gerade nicht mehr passiert ist. Brauchen wir die Schrotflinte auf der 3. Oh, da geht er voll. Ich werde halt nach wie vor weiter versuchen, das Ganze mit Bogen zu klären. Und nur gelegentlich mal auf die anderen Waffen umswitchen. Die ist echt ganz schön mutig. So. Ja, ich weiß, es boostert ein bisschen. Aber hindert dich ja nicht, trotzdem da über eine Klippe auf einem kleinen Balken lang zu balancieren. Da. Müssen wir noch hüpfen, ja? Ist nicht morschen soll. Alles kein Problem. Dann mal schnell hoch. Zack. Und da rein. Ach, das habt ihr jetzt einfach mal so entdeckt. Nicht schießen. Freunde, die Wächter töten uns alle als Eindringlinge. Wer sind diese Wächter? Was wollen sie? Falsche Waffe, die will ich. Ah, da war er schneller. Okay. Ich muss noch Munition wieder rausholen. Und meine Pfeile wieder zurückholen. Warum machst du jetzt das? Mach wieder aus. Okay, dann haben wir noch ein bisschen umgucken hier. Wir wollen ja nichts übersehen. Wie war das mit Q? Genau. Das heißt, wir müssen... Der Weg hier raus war direkt unter Ihnen. Sie sieht es natürlich sofort, aber dann müssen wir dann da oben mit den Blöckchen klären. So, ein bisschen im Nahkampf. Zack. Ist ja nicht so, dass sie das quasi erst im Laufe des Abenteuers hier gelernt hat und einfach mal ein paar Typen umnietet, die deutlich kräftiger sind. Wir müssen die Glocke dann kurbeln mal ein bisschen auf. Oh, dann ist es reinkommt. Weiß noch nicht. Ja. So. Jetzt müsste es eigentlich. Zwölf schlagen, komm schon. Ach. Dumme Sache. Ganz dumme Sache. Ich Idiot. Wir müssen mal wieder zumachen hier. Wir müssen erst die Balken kaputt machen. Achso, warte mal, von der anderen Seite natürlich. Ich
dann machen wir den Balken wieder, die Jalousien hier wieder zu. Dann machen wir die anderen Jalousien auf. Ich weiß noch nicht, ob es so gut ist, hier tragende Balken zu machen. So stabil ist das weiß ich mir auch nicht. So, zack. Ja, schon klar. Und einmal mit dem Stein an die Rübe. Ja, ja, mit der Glocke müsste es gehen. Ich muss aber auch noch die Leute hier suchen, damit ich meine Teile kriege, die ich brauche. Nein, abbrechen. Und ich weiß, was ich tun muss, aber wir müssen hier vorne noch mal kurz gucken, ob ich da irgendwas ein bisschen mitnehmen kann. Und dann müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. War, dass wir jetzt die Glocke einmal schön ist, also beziehungsweise machen wir jetzt den Balken damit kaputt. Und damit die Tür auf. Und wir fallen natürlich runter. Autsch. Ich glaube, wenn es so ist, dann rennen wir auf meinen. Zack. Schöne Zeitlupe. Wow. Oha. Oha. Durchs Feuer gerollt. Und dahin. Autsch! Und schon wieder so eine Slide. Na, wir wollen ja nicht aufgespießt werden, ne? Und wie uns die Anzeige schon verraten hat, sind wir wieder im Erdloch. Da geht die Zimmertür einfach mal zu. Ja, erstmal ein bisschen Nickerchen. Passt schon. Hallo? Hallo? Sam? Hallo? Sam, hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Ich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Was ist vom anderen? Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Dass sie ein Funkgerät hat. Genau. Mach denn? Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Genau. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Aha. Gehen wir hier durch. Ich glaube, die Wabbeldi. Da ist auch schon ein Lagerfeuer. Am Bergabhang. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Please be dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich.
Gut, dann noch kurz den Skillpoint reinsetzen. Wir haben 89% der Überlebensupgrades. Eins fehlt uns noch. Gucken wir mal, ob wir das nehmen können. Wieder rein. Da rein. Downklick. Dafür brauchen wir Rang 3. Okay. Schauen wir mal im Jäger. Jäger oder Kämpfer? Was hatten wir jetzt gesagt? Was möchte ich machen? Mehr aus zum Überleben. Ja, wir wollten, glaube ich, mal Kämpfer. Schauen wir mal. Haben Sie mehr Zeit, um mit dem Bogen zu zielen? Kann ich nicht meistern. Kaufen Sie 5 weitere, um Rang 3 freizuschalten. Ja. Ah, hier. Okay. Doppelt so lange alten. Machen wir. Wunderbärchen. Dann einmal zurück. Nochmal zurück. In die Ausrüstungskategorie. Für den Bogen brauchen wir ein weiteres Teil, damit wir den aufwerten können. Für die Schrotflinte brauchen Sie mehrere weitere Teile. Für das Gewehr weiterhin ein weiteres Teil. Für die Handfeuerwaffe finden Sie 3 weitere Teile. Der ist voll und die Outfits waren klar. Gut, damit dann so viel zu dieser Aufnahme, beziehungsweise zu dieser Folge, und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dann, euer Staffel.